68. 68. Bingo! Mon Prince! Mon Prince! Wo gehen Sie hin? Wo gehen Sie hin? Folgen Sie mir! Folgen Sie mir! Lassen Sie uns ein wenig Tennis spielen! Fräulein Lucy! Musik! Welches von diesen Abendkleidern soll ich wählen, Mon Prince? Wählen Sie einfach alle drei. Großartig, Raoul wird mich wieder verschwenderisch nennen. Ja, schrecklich, so etwas kann nur ein Ehemann. Halte mal bitte das Racket. Was ist der beste Ehemann gegen einen netten, verlässlichen Freund? Eine kleine Frage frage ich ganz diskret. Fragen Sie mal los. Und ich hoffe, dass mich gnädige Frau versteht. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Denn von allen Eheproblemen muss man seriös sie nehmen. Wie soll ich es wagen? Wie soll ich da fragen? Wie soll ich's mit Worten sagen? Haben Sie schon einen Hausfreund, gnädigste, reizende, kleine Frau? Einen, der täglich Blumen bringt, der stets die neuesten Schlager singt. Nehmen Sie sich einen Hausfreund, gnädigste, der nur auf Wunsch erscheint. Einen Diskreten mit viel Monete, einen, der es ehrlich meint. Was Sie mir da sagen, hat sehr viel für sich. Natürlich, ich sehe, Sie haben Sinn fürs Praktische. Ich komme darauf zurück, vielleicht gelegentlich. Aber warum denn verschieben? Das geht doch schon heute. Brieflich oder telefonisch. Wirklich, aber bitte nur platonisch. Gibt der Herr Gemahl mir einmal Grund zum Klagen. Dürfen ungeniert Sie fragen. Haben Sie schon einen Hausfreund, gnädigste, reizende, kleine Frau? Einen, der täglich Blumen bringt, der stets die neuesten Schlager singt. Nehmen Sie sich einen Hausfreund, nächste, der nur auf Wunsch erscheint. Einen Diskreten mit vier Moneten. Einen, der ehrlich meint. Und deswegen einen großen Applaus für das Ensemble Kohlschlofer.